Sehr geehrte Frau Professor Dr. Böhmer, sehr geehrter Herr Botschafter, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe deutsche Generation. Auch ich möchte Sie alle herzlich zu diesem Galaabend begrüßen. Leider kann ich nicht persönlich vor Ort sein, deswegen erreicht Sie diese Videobotschaft aus Madrid. Wir alle stehen vor der großen Herausforderung, Kinder und Jugendliche in Deutschland für die Zukunft fit zu machen. Wir sind ein vielfältiges Land und offen für Gäste und für die, die sich entscheiden, hier heimisch zu werden. Sie bereichern uns, öffnen unseren Horizont, aber sie fordern uns auch. Ihre Integration ist für uns eine große Aufgabe. Deswegen ist die Arbeit der deutschen Generation, eure Arbeit, so wertvoll. Ihr gebt Hilfe zur Selbsthilfe. Mit eurer eigenen Geschichte und eurem persönlichen Erfolgsweg seid ihr Beispiel und Vorbild für Jugendliche mit Zuwanderungshintergrund. Ihr lebt Integration vor, muntert, aber fordert auch auf. Aus diesem Grund unterstütze ich eure Arbeit und eure Ziele mit der Christoph-Metzelder-Stiftung. Ich freue mich nun sehr, die Ehrung für besonderes Engagement 2009 übernehmen zu dürfen. Sie gebührt einer jungen Frau, die eine Männerdomäne im Sturm erobert hat. Und damit meine ich nicht den aktiven Fußball, bei dem zumindest, was auch Titel angeht, die Frauen in Deutschland uns Männern schon den Rang abgelaufen haben. Aber im Schiedsrichterwesen ist die Aufteilung ziemlich klar. So sind zum Beispiel von 1000 Schiedsrichtern in Berlin nur 35 weiblich. Mit 15 Jahren entdeckte sie ihre Leidenschaft und pfiff im Dezember 2005 ihr erstes Spiel. Heute absolviert sie 70 Spiele pro Saison, darunter in der zweiten Frauenbundesliga und als Assistentin in der Berlin-Liga, der höchsten Spielklasse der Hauptstadt. Das ist bereits eine eindrucksvolle Karriere, die sie viel Durchhaltevermögen gekostet haben wird. Ich kann sehr gut beurteilen, wie schwierig es ist, innerhalb eines Spiels schnelle und weitreichende Entscheidungen zu treffen. Und ich weiß auch, dass Schiedsrichter durch das Verhalten und oft schlechte Beispiele im Profifußball, im Amateursport einen schweren Stand haben. Deswegen gebührt ihr mein höchster Respekt. Liebe Sinem Turac, ich gratuliere dir von Herzen. Ich danke dir für deinen beispielhaften Einsatz und deine gelebte Integration. Und ich erwarte, dass wir uns in naher Zukunft auf dem Fußballplatz sehen. Enhorabuena y un saludo desde Madrid.